So, dann zocke ich jetzt noch mal ein bisschen weiter. Erstmal umschalten. Ich glaube, ich zeige euch jetzt erstmal den Kampf gegen Neocortex, den Bösewicht hier. Und dafür müssen wir erstmal die Great Hall durchqueren, was eigentlich kein Problem sein sollte. Der da vorne ist das Ziel. Wey! Das war doch mal schön. Weil ich glaube, da gibt es nämlich zwei unterschiedliche Endsequenzen. Erstmal, wenn man kein 100% hat und dann nochmal, wenn man 100% hat. Ich denke, dass sie unterschiedlich sind. Und deswegen will ich euch natürlich auch beide zeigen. Dr. Neocortex. Da ist er. Ui. Die Grünen können wir zurückschießen. Das ist schön. Und dadurch geht er kaputt. Ui. Die Blauen, die kommen, genau. Mal von oben, mal von unten. Ui. Achso, und dann brauche ich zwei Grüne und dann brauche ich drei, vier, fünf. Denke ich. Ich weiß jetzt selbst nicht mehr so genau. Ui. Ah, ei, ich bin irgendwie blöd. Was? Wie? Wo? Hallo? Kommst klar? Bäm! Komm, das schaffe ich. Das schaffe ich. Jetzt rastet der vollkommen aus. Nein, 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 den habe ich nicht gekriegt. Okay, Nummer 2. Okay, es reicht. Sehr gut. Was macht er jetzt? Okay. Toll. Jetzt, den hätte ich wahrscheinlich einfach nur zurückschießen müssen. Ich Vogel, ich. Ich hätte natürlich nicht gepeilt. Aber was soll's, was soll's? Was fängt er mit dem Blauen an? Okay. Mach mal den grünen Wichse da, genau. Bam. Neocortex. Könnte auch ein Lied von Rammstein sein. Ey. Ui. So, noch einmal. Ich habe noch beide Masken. Zack. Oh, das war ja chillig. Und tschüss. Okay. Ich weiß, dass bei der Endsequenz nicht gesprochen wird. Also gerettet haben wir sie vor der Mutation und so. Und wir stehen auf dem Zeppelin und lassen uns feiern und ist natürlich ein sehr tolles Outro. Ich hoffe mal nicht, dass jetzt die ganzen Credits kommen. Und wir fliegen weg mit dem Zeppelin. Natürlich kommen jetzt die ganzen Credits, das war ja klar. Keine Angst, es war noch nicht das Ende des Spiels. Also es ist schon das offizielle Ende gewesen, weil wir jetzt den Endgegner besiegt haben. Kann man das wegdrücken? Nein, natürlich nicht. Was soll ich jetzt sagen? Ja, ist halt nicht das hundertprozentige Ende. Das Let's Play geht weiter. Das Let's Play geht weiter. Denn wir haben ja noch keine 100%. Aber ich wollte euch nur mal die Sequenz zeigen, auch wenn das jetzt keine wirkliche Sequenz war. Was soll's. Aber ich nutze diese Pause, in der ich jetzt sowieso nicht spielen kann, um noch ein bisschen Werbung zu machen. Denn es gibt einige Let's Player oder angehende Let's Player, die halt noch relativ neu sind und dadurch auch nicht so bekannt sind, die aber wirklich gute Videos machen. Vom Thornis sprach ich ja schon bereits. Dann ein richtiges Küken in der Let's Player-Szene, da bin ich ja schon. Also man kann sagen, ich bin ein Küken und das ist noch ein ungeschlüpftes Ei, ist der Verwahrlost-Boy, der momentan ein Let's Play zu Fallout 3 macht mit der Bad Karma-Seite. Und ja, die Videos sind eigentlich auch wirklich gar nicht mal so schlecht. Was jetzt gar nicht mal so schlecht, sind eigentlich ziemlich gut. Muss man dazu sagen. Und
Dabei erwähne ich ja noch den X3 Naruto, der sich bisher nur für auf Trailer spezialisiert hat, aber noch vorhat, Let's Plays hochzuladen. Auch bei diesen beiden Personen schaut einfach in meinem Profil nach, bei meinen Abonnenten oder bei meinen Freunden. Ich glaube, der Verwahrlost Boy ist, glaube ich, noch nicht mein Freund. Wieso muss ich jetzt mein Spiel laden? Ich muss jetzt nicht etwas normal machen. Okay, 88%. Okay, den habe ich, wunderbar. Warum muss ich das nochmal machen? Ist das ein Fünsch? Naja. Ist ja egal. Auf jeden Fall guckt bei mir bei den Abonnenten nach. Verwahrlost Boy ist, glaube ich, jetzt noch nicht mein Freund. Aber, der Naruto auf jeden Fall. Ja, und die ganzen Bekannten kennt ihr ja schon. Suishomaru zum Beispiel. Und Funk Royal. Da gibt's ja unzählige. So, jetzt spielen wir mal hier weiter und holen die restlichen Kristalle. Hui. Ich glaube, hier war das aber auch gar nicht so einfach, weil das Extra-Level ziemlich böse zu mir ist. Oder werden wir, besser gesagt. Boah, ich bin doch so dämlich. Ich bin so dämlich. Warum springe ich denn einfach mal in den Abgrund? Ich war unten in der Kiste. Wer weiß, wer weiß. So. Lights out. Wenn wir... Oh, hehehe. Oh, zwei Leben nur noch. Ich möchte nicht Game Over gehen. Ey, weil ich das blöde Spiel laden musste, weil ich das, wie dumm das ist. Also, dass einfach nach der Endsequenz das Spiel zu Ende ist. Obwohl man nicht 100% hat. Weil wenn ich 100% gehabt hätte, okay. Aber ich hätte nicht mal 100%. So. Auf jeden Fall, wenn ich dieses Level beendet habe, inklusive Edelsteine, muss ich kein dunkles Kacklevel mehr machen. Und das freut mich. Okay, da ist eine Plattform. Licht. Ich brauche Licht. Ah, das ist noch ein Leben. Nein, 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 nein. Ich habe nur geguckt, ob da eine blöde Kiste ist, Mann. Es war doch so dunkel. Vielleicht seht ihr vielleicht doch wirklich noch den Game-Over-Bildschirm. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt irgendwas Besonderes gibt. Ich habe ihn garantiert schon oft genug gesehen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Und ich möchte mich vor allem auch nicht mehr erinnern. Ei. Weil diesmal habe ich das Fumbling in the Dark für meine Verhältnisse echt schnell durchbekommen. Ich habe nur 25 Minuten oder so gebraucht. In Anführungsstrichen natürlich nur. Ein Pro-Gamer, der würde es wahrscheinlich in einer halben schaffen oder so. Aber ich bin ja bekanntlich kein Pro-Gamer, sondern einfach nur... Ich zock's zwar schon verdammt lang, habe mit dem Amiga angefangen. Ein richtig geiles Ding ist das gewesen. Ist eigentlich immer noch, ich spiele immer noch gerne über Emulator. Und aber irgendwie habe ich es nie so richtig drauf gehabt. Keine Ahnung. Ui. Mit euch. Weiche. So. So. Checkpoint. So. Zum Glück habe ich Fumbling in the Dark jetzt schon abgeschlossen, weil ja. Nee, weil jetzt haben wir schon, weiß nicht, 1 Uhr nachts oder so. Und jetzt noch rumzuschreien, wäre nicht so gut. Aber wer weiß, was noch kommt. Ich hoffe mal nicht, dass ich da wieder runter musste. Ich hoffe mal, es waren jetzt alle Kisten. Hä? Hä? Jawohl, sauber. Dafür sind noch 9 Edelsteine. Yay! Ach! Wie praktisch. Noch ein farbiger. Jetzt müssen wir, glaube ich, alle haben. Ja, sicher.